Bedächtigkeit. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden. Ein Eintrag im Umgang im Yoga-Psychologie-Podcast. Bedächtigkeit. Im Menschen gibt es immer wieder Pole. Es gibt Geschwindigkeit, Flinkheit, Schnelligkeit und das ist manchmal wichtig. Und manchmal ist es wichtig, Bedächtigkeit zu üben. Manchmal ist es gut, schnell zu sein, manchmal ist es gut, langsam zu sein. Bedächtigkeit kommt ja vom Ausdruck Denken. Wenn man nachgedacht hat und überlegt, dann ist man auch bedächtig. Es gibt viele Variationen des Ausdrucks Denken. Es gibt Dächte, es gibt andächtig, es gibt bedächtig und es gibt noch viele andere Worte, wo Denken eine Rolle spielt. Bedächtigkeit heißt, dass wenn irgendeine Herausforderung kommt, du mindestens einen Moment lang innehältst. Statt gleich zu springen, einen Moment nachdenken. Angenommen, jemand sagt etwas zu dir, worüber du dich ärgerst. Du könntest jetzt gleich den Menschen schimpfen, du könntest gleich auf den anderen dort zugehen, du könntest, oder du könntest einen Moment bedachtsam sein, einen Moment nachdenken. Vielleicht meint er es ja gut, vielleicht hat er selbst Schwierigkeiten, vielleicht hat er sich über was ganz anderes geärgert. Bedächtigkeit. Oder du hörst, wie irgendjemand sagt, ich brauche deine Hilfe. Du willst natürlich gleich springen. Oder du willst gleich sagen, nein, geht nicht, weil du beschäftigt bist. Manchmal ist gut, einen Moment innezuhalten, einen Moment zu überlegen und einen Moment zu fragen, ja, was braucht der Mensch, wie kann ich ihm helfen? Bedächtigkeit heißt also, dass man einen Moment innehält. Bedächtigkeit kann aber auch heißen, mal langsam zu machen. In unserer heutigen Zeit ist vieles voller Geschwindigkeit. Manchmal ist es gut, etwas ruhiger zu machen, eben bedächtiger. In diesem Sinne heißt Bedächtigkeit auch Langsamkeit, Achtsamkeit, würde man heute sagen. Im Grunde genommen, was heute unter Achtsamkeit oft verstanden wird, wird früher als Bedächtigkeit bezeichnet. In diesem Sinne, mit vollem Gedanken und voller Bewusstheit etwas zu machen und jeden Moment zu spüren, auch eine Form von Bedächtigkeit. So, jetzt überlege selbst. Übst du Bedächtigkeit in den richtigen Momenten? Bist du jemand, der einen Moment innehält oder bist du jemand, der immer gleich springt, wenn irgendwas passiert? Bist du in der Lage, manchmal schnell zu sein, flink zu sein und manchmal bedächtiger zu sein? Ja, mehr Anregungen zum Thema Bedächtigkeit, Flinkheit, Schnelligkeit und vielen anderen Eigenschaften findest du auf unseren Internetseiten auf www.yoga-vidya.de. Vielleicht willst du auch mal in einem Ashram Urlaub machen. Mein Name ist ja Sukadev Bretz, ich bin Gründer und Leiter von Yoga Vidya. Yoga Vidya ist ein großes Netzwerk von Seminarhäusern, Yoga-Schulen, Yoga-Lehrern und dort kannst du auch lernen, mal etwas an Geschwindigkeit runterzudrehen, insbesondere wenn du als Gast dort bist. Allerdings, wenn du mal Mitarbeiter bist in unseren spirituellen Gemeinschaften, also Gemeinschaftsmitglied, dann musst du wissen, manchmal muss es auch bei uns mal etwas flinker zugehen. Manchmal bedächtiger, manchmal etwas flinker. Also alle Informationen über Yoga-Ferien, Yoga-Seminare, Yoga-Ausbildungen oder auch, wie du eine Weile in einer spirituellen Gemeinschaft leben kannst, auf www.yoga-vidya.de.